Vor ein paar Wochen haben wir hier über sehr, sehr günstige CFX Press Typ A Karten von Pergear gesprochen. Und heute machen wir mal genau das Gegenteil davon und sprechen über vergleichsweise richtig, richtig, richtig teure CFX Press Karten. Und die kommen diesmal von Next Storage, einem japanischen Unternehmen, was sich auf hochwertige Speicherprodukte spezialisiert hat. Quasi ein Newcomer. Und deren CFX Press Typ B Karten, die schauen wir uns heute mal genauer an, denn die haben es in sich. Ich bin's David, ihr schaut der Vision und Film ab. Wenn euch der Name Next Storage nichts sagt, ist nicht so wild. Die Marke ist noch nicht so lange auf dem deutschen Markt aktiv und vertreibt ihre Produkte bisher ausschließlich über Amazon. Aber sie haben sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht, vor allem auch, da sie CFX Press Typ A Karten für Sony anbieten. Und die Typ A und die Typ B Karten von der Pro-Serie auch alle nötigen Zertifizierungen, wie zum Beispiel die Video Performance Guarantee 400 mitbringen und zumindest theoretisch die schnellsten derzeit erhältlichen Speicherkarten auf dem Markt sind. Das klingt für einen Newcomer erstmal nach einer ziemlich übertriebenen Aussage und ein bisschen nach Schlangenöl. Sonst versuchen Newcomer ja immer vor allem durch konkurrenzfähigere Preise einen Fuß in den Markt zu bekommen, aber das ist hier nicht der Fall. Die B1 Pro und B2 Pro Speicherkarten von Next Storage sind mit mehr als 1 Euro pro Gigabyte deutlich kostspieliger als vergleichbare Produkte der Konkurrenz. Gerade bei den Typ B Karten hat die Preisspirale in den letzten Jahren eigentlich nach unten gezeigt. Vor 4 Jahren habe ich zum Beispiel für meine Canon R5 damals 512 GB CFX Press Typ B Karten von SanDisk und Sony gekauft, die jeweils über 500 Euro gekostet haben, sprich mehr als 1 Euro pro Gigabyte. Und vor 2 Jahren habe ich dann für eine 1 Terabyte große Angelbird AV Pro MK2 Karte noch 450 Euro bezahlt und vor einem halben Jahr für diese beiden 1 Terabyte großen AV Pro SE nur noch ca. 200 Euro. Klar sind die nicht alle vergleichbar, aber das zeigt schon einen Trend, der eigentlich nach unten geht. Next Storage bietet hier auch relativ günstige Speicherkarten an, wie zum Beispiel die hier, die B2 SE. Die sind preislich eher als Konkurrenz zu sowas wie Angel Birds AV Pro SE gedacht. Die finde ich aber nicht so interessant, schauen wir uns später nochmal an. Für mich richtig interessant sind die teuren. Das war ja klar, die B1 Pro und die B2 Pro Speicherkartenserie. Wobei die B1 Pro dabei nur die ältere Serie und die B2 Pro sozusagen die neuere Serie beschreibt, denn die Karten kosten in den gleichen Kapazitäten gleich oder ähnlich viel und zählen damit, zumindest auf dem Papier, zu den teuersten Speicherkarten auf dem Markt, aber bei der B2 Pro eben auch den schnellsten. Die angegebene Schreibleistung ist hier nicht nur eine Peak-Leistung, sondern nur minimal darunter liegt auch die Sustained-Leistung, also die durchgehend abrufbare Leistung bei Dauerlast. Der Unterschied zwischen der B1 Pro und der B2 Pro ist, dass die B1 Pro Karten noch CFX Press 2.0 Karten sind, also 2 PCI Express 3.0 Lanes, maximal möglich theoretisch 2 GB pro Sekunde lesen und schreiben. Laut Aufschrift sollen die Karten das auch erreichen, denn zumindest steht hier ja drauf, dass sie 1950 MB lesen und 1900 MB schreiben könnte. Leider muss man von diesen Werten aber immer noch Protokoll-Overhead, zum Beispiel für Thunderbolt oder USB oder PCI Express, abziehen. Die maximale Performance könnte man nur erreichen, wenn man die Karten direkt über PCI Express im PC anschließt. Das geht übrigens auch, ist aber etwas aufwendig. Die B2 Pro Karten sind aber was ganz Besonderes. Die nutzen den neueren CFX Press 4.0 Standard, der die maximale Geschwindigkeit verdoppelt auf theoretische 4 GB pro Sekunde in beide Richtungen bei diesen Typ B Karten. Die B2 Pro Karten sollen mit bis zu 3900 MB pro Sekunde lesen können und 3600 MB pro Sekunde schreiben, vorausgesetzt das Endgerät kann das. Dafür habe ich von Next Storage natürlich auch noch passenderweise ein USB 4 oder Thunderbolt 3 oder 4 Lesegerät für CFX Press Karten mitbekommen. Das macht dafür einen richtig ordentlichen Eindruck, hat einen internen Kühlkörper, ist ordentlich verarbeitet, kommt mit einem passenden Kabel und finde ich richtig nice, kostet aber auch um die 80 bis 100 Euro je nachdem. Und momentan bringen euch diese Geschwindigkeiten von diesen, wie gesagt, CFX Press 4.0 Karten noch gar nichts in der Kamera. Einzig und allein beim Auslesen am PC ist das Ganze am Ende schneller oder eben im Kartenleser, wenn man es testet. Aber diese Verdopplung der Geschwindigkeit ist sehr interessant, vor allem für Sony, weil so die kleineren Typ A Karten endlich so schnell werden, wie die Typ B Karten quasi schon immer sind und waren. B1 Pro und B2 Pro werden in 165, 330, 660 und 1330 GB Größen angeboten und sind extrem teuer.
Die Preise reichen von um die 200 über 400 zu 800 und fast 1400 Euro für die Karten. Das sind wie gesagt mehr als 1 Euro pro Gigabyte und das ist schon heftig. Und der erste Gedanke, der bei so einen Preisen durch meinen Kopf schießt, ist natürlich erstmal, dass es gar nichts geben kann, was so einen verdammt hohen, vergleichsweise hohen Preis irgendwie rechtfertigen kann. Oder? Naja, schauen wir mal. Erstmal fällt schon auf, dass die Karten etwas besser verarbeitet sind. Die Karten haben ein umlaufendes Metallgehäuse, statt wie alle anderen Karten, die ich hier habe und die ich getestet habe, nur Metall auf der Ober- und Unterseite haben. Also die hier haben so einen Rahmen, der auch noch nach oben gebogen wird, der auch aus Metall ist. Das ist schön. Mechanisches Problem an meinen zwei Angelbird-Karten, die mir bisher defekt gegangen sind, war aber ein anderes. Da hat sich schon mehrmals das Plastik aufgelöst. Einmal hier oben am Anschluss, einmal unten am Einschub. Da würde das Metall hier auch nicht helfen. Trotzdem wirken die Karten so aber auch robuster, zum Beispiel auch robuster als Sonys Tough-Karten, die ja tough, also besonders robust sein sollen. Und dann kommen wir noch zum Speicher, denn das ist hier wirklich was Besonderes, was man sonst auch bei keinem anderen Hersteller findet oder zumindest von den Herstellern nicht so kommuniziert wird. Denn die B1 Pro und B2 Pro Serie verwenden sogenannten PSLC-Speicher. Das steht für Pseudo-SLC. Und wer sich mit SSD, 3D-NAND-Speicher auskennt, der weiß, SLC, das ist der gute Scheiß. Nur ein Bit wird pro Speicherzelle abgespeichert. Das ist schneller in der Schreib- und Leseleistung, hat bessere Zugriffszeiten, ist langlebiger als gebräuchlicher TLC- oder gar QLC-Speicher, bei dem 3 Bits pro Zelle gespeichert werden. Und das können wir uns natürlich dann mal in der Praxis anschauen, was das so bringt. Nun werden aber von keinem Speicherchip-Hersteller mehr wirklich echte SLC-NAND-Speicherchips hergestellt. Deshalb wird hier auf Pseudo-SLC gesetzt, also PSLC. Weil es eigentlich eben kein SLC-Speicher ist. Das bedeutet, es handelt sich eigentlich um TLC-NAND-Chips. Aber bei diesem TLC-Speicher wird wie bei SLC eben nur 1 Bit pro Zelle statt 3 Bits pro Zelle geschrieben. By the way, auch viele SSDs zum Einbau in eurem PC machen das so. Beim Schreiben wird ein SLC-Bereich reserviert, der schneller schreiben kann. Zumindest geht das dann bis zu einem gewissen Füllstand gut. Wenn der Speicher dann aber eng wird, reicht das nicht mehr und dann wird sie eben dadurch langsamer, weil dieser SLC-Cache nicht mehr zur Verfügung steht. Hier, bei diesen Karten, ist das aber kein reservierter Bereich auf der Speicherkarte, der einspringen kann, sondern die gesamte Speicherkarte in ihrer kompletten Kapazität ist exklusiv PSLC und wird nur mit einem Bit pro Zelle beschrieben. Das sorgt für diese außerordentlich gute Schreibleistung auch bei durchgehender Last, also der sogenannten Sustained Write Speed. Der große Nachteil ist aber eben die Kapazität, denn man verschenkt sozusagen 2/3 der eigentlichen Speicherkarte. Das ist schon mal echt heftig. Aber das erkauft man sich eben mit diesen Vorteilen von diesem PSLC. Das erklärt unter anderem auch die merkwürdigen Größen. Denn 165 mal 3, also das hier ist eigentlich eine 512 GB Karte. Beziehungsweise es sind 512 GB NAND verbaut, aber nur 1/3 davon wird verwendet. Und 330 mal 3, das ist also eine 1 TB Speicherkarte. 660 mal 3, satte 2 TB. Und die 1330 GB Karten haben eigentlich 4 TB an NAND-Kapazität in sich. Aber man nutzt ja nur 1/3 durch dieses Pseudo-SLC. Und das erklärt dann wiederum auch die Preise. In Sachen Geschwindigkeit macht den Next Storage Karten aber niemand was vor. Die B1 Pro ist die schnellste CFexpress 2.0 Karte, die ich bisher getestet habe. An die 1500 MB pro Sekunde Write Speed schafft sonst nichts, was ich bisher in den Fingern hatte. Und sie kann auch sustained nach einer Stunde Schreiben und Lesen noch 1300 MB pro Sekunde liefern. Holy moly. Die Sony Karte bricht dabei zum Beispiel komplett ein und meine Angelbird AV Pro Mark II ist bei 1100 MB pro Sekunde zwar noch sehr gut dabei, aber trotzdem deutlich langsamer. Die neuere B2 Pro Karte hier mit entsprechendem USB 4 Laser von Next Storage schafft in den Testprogrammen heftige Werte von über 3000 MB pro Sekunde. Das ist natürlich weit weg von CFexpress 2.0 Karten. Ja, also richtig, richtig schnell. Bringt wie gesagt aber bisher in der Praxis keinen Vorteil, zumindest nicht in der Kamera.
Aber ihr könnt am Ende die Daten deutlich schneller auf den Computer übertragen. Bringt keinen Vorteil, war noch keine Kamera diesen CFexpress 4.0 Standard unterstützt und deshalb darauf dann eben nur mit CFexpress 2 schreibt. Beeindruckend ist dabei aber auch wieder die Leistung unter Dauerlast. Fast 2600 MB pro Sekunde lesen und 1800 MB pro Sekunde schreiben im Durchschnitt nach einer Stunde Sustained Load, das ist heftig. Aber auch eine Ecke weit weg von den maximal möglichen Werten, aber das ist bei Stress Disk eigentlich immer so. Aber, surprise, surprise, in der Praxis macht diese Geschwindigkeit in der Kamera überhaupt gar keinen Unterschied. Auch die B1 Pro Karte ist da nicht schneller. In meiner Canon R5 Mark II bei 30 Bildern pro Sekunde ist es ziemlich egal, ob darin die schnellste Next Storage Karte oder die langsamste SanDisk steckt. Der Puffer ist nach 5,5 Sekunden voll und nach maximal 8 Sekunden ist die Kamera wieder fertig, den Puffer auf die Karte zu schreiben. Hier hätte ich mir irgendwie einen echten Vorteil gewünscht, aber das liegt leider eher an Canon, da die CFexpress-Slots stark limitiert sind und nicht bis zur vollen Geschwindigkeit benutzt werden. Mit einer Kamera wie der Nikon Z8 sehe ich da ein bisschen mehr Potenzial. Die nutzt bei 20 Bildern pro Sekunde auch das Potenzial der schnellen Speicherkarte mit aus zum Wegschreiben. Hatte aber auch mit Angelbird oder Sony Karten, die ich damals hatte, keine Limitationen beim Puffer gezeigt. Schön sind die schnellsten Karten, dann nur am Ende beim Auslesen am PC, aber eben da ist auch eher der Leser schön mit USB 4, denn damit kann ich eben auch meine Angelbird Karten deutlich schneller auslesen, fast zweimal so schnell wie bisher. Ich hatte zwar bisher auch schon einen Leser, der USB 3.2 Gen 2x2, also 20 GB hatte, aber so einen Anschluss hat mein Mac ja leider nicht. USB 4 bzw. Thunderbolt gibt's und so kann ich jetzt auch die bessere Geschwindigkeit nutzen. Etwas anders sieht's aber beim Thema Video aus. Denn ein weiterer Vorteil von diesem PSLC-Speicher soll die Hitzeentwicklung sein. NextStorage schreibt auf seiner Webseite etwas von Autodynamic PowerSave, was vor Overheating der Kamera schützen soll. Das ist natürlich auch wieder so eine gewagte These, so eine Aussage zu den eigenen Produkten und klingt auch wieder ein bisschen nach Schlangenöl. Und im Prinzip schreibt sowas auch Angelbird zu seinen Karten. Nur auffällig ist da, dort steht das eigentlich bei jeder Karte mit dran und hier bei NextStorage nur bei den Pro-Karten. Und NextStorage hat mir ein Diagramm gezeigt, was die Aussagen belegen soll und mich ziemlich hellhörig gemacht hat. Und da Überhitzung ja eins meiner Lieblingsthemen seit 4 Jahren ist, musste ich das natürlich testen, um zu sehen, ob ich das reproduzieren kann und ob es dann in der Praxis auch tatsächlich einen Vorteil gibt. Also nicht nur, dass die Karte weniger warm wird, sondern auch, dass die Kamera eben länger mit so einer Karte aufnehmen kann. Also habe ich die B2 Pro und die B1 Pro gegen meine gute Angelbird AV Pro MK2 1 TB in meiner R5 Mark II antreten lassen. Und die Ergebnisse sind verdammt beeindruckend und ich hätte nicht mal erwartet, dass die Speicherkarte überhaupt so einen großen Einfluss auf das Thema haben kann. Klar gibt es Modi, wo die Kamera abschaltet, weil der Sensor zu warm wird, habe ich euch schon erzählt. Wie zum Beispiel 8K 60 RAW oder 4K 120 FPS. Da hilft auch die Speicherkarte nicht, das ist leider so. Aber bei so gut wie allen HEVC-Modi, bei denen man vorher durch das Overheating Probleme hatte, konnte mit der B2 Pro extreme Vorteile erreicht werden. Ich vermute mal, das Gehäuse insgesamt heizt sich einfach viel weniger auf, wodurch auch der Prozessor weniger warm wird und das dann länger läuft. Übrigens nehmen sich die B1 Pro und die B2 Pro dabei wie erwartet nichts, denn beide haben diesen PSLC-Speicher mit dieser Technik an Bord. Wir sprechen hier über Vorteile von 20-30% längeren Laufzeiten bei 4K 60 FPS mit NextStorage-Karte im Vergleich zur Angelbird-Karte, 30% längeren Laufzeiten bei 8K HEVC und 50% längeren Laufzeiten oder mehr vorm Überhitzen beim 4K Fine 24 FPS Modus. Krass. Und um das zu sehen, war dann auch ein DC-Koppler für meine Kamera nötig, denn sonst wäre der Akku eher leer gewesen, als die Kamera zu warm war. Und das ist nicht nur auf dem Papier schön, diese Vorteile zu haben, sondern auch in der Praxis sehr hilfreich, weil es das Overheating so weit wie möglich nach hinten zögert. Zumindest bei HEVC 422 und das ist momentan mein meistgenutzter Modus. Dabei wird Overheating dann auf ein Minimum reduziert. Waren auch keine Eintagsfliegen, sondern mindestens 3 Durchläufe bei gleichen Temperaturen. Ich habe noch ein Problem damit, denn ich will jetzt unbedingt eine größere B2 Pro haben, da mir 330 GB schon ab und zu mal zu eng werden.
Meine Vermutung wäre nämlich auch, dass mit dem Intraframe-Modus noch mehr rauszuholen wäre. Da werden nämlich mehr Daten auf die Karte geschrieben, sie wird mehr belastet, aber dafür ist eine 330 GB Karte leider einfach zu klein. Bei 8K ist da gar nicht dran zu denken, dass schon nach 20 Minuten die Karte voll, bei 4K 60 Intraframe nach 45 Minuten voll und beim 4K Fine-Modus würde man vielleicht 1,5 Stunden aufnehmen können, aber das konnte man eben auch schon mit der Angelbird-Karte vorher. Das heißt, ich war so beeindruckt, dass es irgendwann demnächst bei mir wohl so eine 660 GB B2 Pro werden wird. Die war jetzt leider zu den Prime Day Angeboten nicht mit dabei, aber ich drücke mal ganz doll für mich die Daumen auf den Black Friday und ich hätte nicht gedacht, dass eine Speicherkarte mich so begeistern und anfixen kann und für Schlangenöl ist jetzt nichts mehr zu sehen. Und noch dazu kommt der Faktor der Haltbarkeit des NAND-Speichers hier drinnen. Speicherchips in solchen Karten oder auch allgemein haben kein ewiges Leben, sondern eine begrenzte Lebensdauer. Tatsächlich. Das ist nicht geplante Obsoleszenz, sondern das ist so. Die Oxidschicht in diesen Speicherchips baut sich mit jedem Schreibvorgang ein bisschen ab und so ist es irgendwann einfach Ende im Gelände. Und diese Lebensdauer richtet sich eben nach der Anzahl der Schreibvorgänge. Bei gängigen Triple-Level-Cell 3D-NAND-Speicher kann jede Speicherzelle zwischen 3000 und 5000 Mal beschrieben werden, bevor sie abgenutzt ist. Und auch wenn sich die Speicherkapazität durch diese verschiedenen NAND-Arten quasi immer verdoppelt hat, also die Kapazität pro Zelle und so auch die Gesamtkapazität, ist die Lebensdauer dabei exponentiell schlechter geworden. Das heißt, SLC-NAND kam auf 100.000 Zyklen pro Zelle, krass, MLC auf nur noch 10.000 Zyklen pro Zelle, TLC auf 3.000 und QLC nur noch auf 1.000 Zyklen pro Zelle, was ziemlich wenig ist, wenn man das mal bedenkt. Und durch die Nutzung von PSLC NAND kann also auch die Lebenszeit so einer Speicherkarte extrem gesteigert werden. Jede NAND-Zelle wird nur mit einem Bit beschrieben und so dadurch wieder so haltbar wie SLC-Speicher. Was für sowas wichtig ist wie eine Speicherkarte, auf der ja potenziell unwiederbringliche Erinnerungen abgelegt werden, doch nicht zu vernachlässigen ist. Ich vermute mal, dass euch die Daten auf eurer Karte auch schon ziemlich wichtig sind und deshalb ist die Haltbarkeit eben auch für mich persönlich ein wichtiges Thema bei einer Speicherkarte. Garantie gibt es auf die Speicherkarten übrigens für 5 Jahre. Das mag zu lebenslangen Garantien anderer Hersteller wenig erscheinen, aber lebenslang bezieht sich bei den anderen Herstellern auch nicht auf euer Leben, sondern auf die Lebensdauer, die angenommene Lebensdauer des Produkts und 5 Jahre für ein Produkt, was einen gewissen natürlichen Abnutzung ausgesetzt ist, ist natürlich trotzdem schon mal ordentlich. Es gab aber auch weniger schöne Dinge, denn mit dieser günstigen B2 SE-Karte hatte ich so meine Probleme. Die nutzt im Vergleich keinen PSLC-Speicher und sie hat auch keine überragende Sustained Write-Leistung, sondern nur 800 MB pro Sekunde, was eigentlich völlig ausreichend wäre. Im Peak soll sie angeblich auch 1900 MB schaffen, was aber hier völlig weltfremd ist. Beim Lesen ist die aber tatsächlich sehr flott unterwegs, aber nicht flotter als andere auch. Sobald man aber mit größeren Files arbeitet und Schreiben testet, wie zum Beispiel beim Blackmagic Disk Test mit 5 GB oder beim Diskmark mit 8 GB sieht es schlecht aus. 700 bis 1000 MB Schreiben sind trotzdem eigentlich noch okay. Richtig schwierig wird es für diese Karte aber beim 1 Stunden Dauer-Stresstest mit StressDisk. Da bricht die Schreibleistung dann nicht auf die angegebenen 800 MB pro Sekunde Sustained ein, sondern auf nur noch 400 MB pro Sekunde, während die Leseleistung relativ hoch bleibt. An sich wäre das auch kein riesiges Problem, denn solche Belastungen, die kommen in der Kamera halt kaum vor. Da gibt es nicht eine Stunde lang mit voller Power voll und leer machen. In der Kamera ist die B2 SE aber die einzige Karte, die fürs Pufferlernen erheblich viel länger braucht als die anderen. Wir sprechen hier über 17 Sekunden zum Schreiben des vollen Puffers statt 7 bis 8 Sekunden, wie bei allen anderen Karten. Und auch bei der Videoaufnahme, zum Beispiel in der Z6 III, macht die B2 SE ziemlich Probleme. Ich hatte da schon gemerkt, dass das 6K 60 FPS RAW echt heftig ist für die Speicherkarten. Das sind 3700 Mbit. Schreibt die Z6 III dabei auf die Speicherkarte. Die Z8 bei 8K 60 RAW mit 5700 Mbit nochmal mehr. Das heißt, 462 MB von der Z2 müssen es sein zum zuverlässigen Schreiben. Und das schafft diese Karte nicht. Bei der R5 Mark II oder R5C mit 8K 60 FPS RAW sind es nur 2600 Mbit pro Sekunde und auch das schafft sie nicht. Die Aufnahme in der Z6 III bricht nach 30 bis 40 Sekunden einfach ab.
nicht so schön. Gleiches Problem mit der Sony Tough-Karte oder der alten Angel Bird-Karte. Aber auch da teilweise sogar noch schneller. Noch dazu, in der R5C bei 8K 60 RAW bricht es nach einer Minute ab. Auch nicht so schön. Ich habe das Problem an Next Storage weitergeleitet und bin gespannt, was die dazu sagen. Bisher, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufgenommen habe, habe ich aber leider noch keine Antwort bekommen. Wenn ich die habe, pinne ich euch das unter dem Video an. Am Ende war ich von der B1 Pro und der B2 Pro Karte ziemlich überzeugt, wenn nicht sogar eigentlich begeistert. Wie gesagt, CFexpress 4.0, das bringt euch heute noch nichts, ist aber vielleicht zukunftssicher. Und die Karten haben eben durch diesen PSLC, gerade bei der Videoaufnahme, durch das weniger Overheating deutliche Vorteile. Am praktischsten für mich persönlich war aber der CFexpress Laser von Next Storage mit USB 4, der jetzt einen festen Platz auf meinem Schreibtisch hat, weil ich damit einfach schneller auslesen kann und ich eben wirklich ungeduldig bin, wenn es um sowas geht. Ob euch die Karten und Laser aber das Geld wert sind, das müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden. Denn die Preise sind ganz klar ziemlich heftig. Aber schreibt mir gerne mal unter das Video in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob es euch das wert wäre. Oder schaut mal auf dem Discord-Server vorbei. Die B2 SE-Karte hat mich dagegen klar enttäuscht. Als günstigere Version bietet sie für mich keinen Vorteil in der Praxis und sogar einige Nachteile und Probleme gegenüber zum Beispiel Angel Birds AV Pro Karten, die ich bisher gerne genutzt habe und für mich auch nach wie vor klar die Budget-Empfehlung bleiben. Links zu den Speicherkarten und Lasern von Next Storage findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal hier und sorgt so damit dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, denkt an Like und Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und hier gibt es noch mehr, falls ihr noch Zeit habt. Und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.